Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute machen wir zusammen den goldenen Garmfürst in Inazuma, besser gesagt in Tsurumi, beziehungsweise im Süden von Tsurumi. Und das Ganze ist ein Boss, ein entartetes Monster aus einer anderen Welt. Dieses Monster ist der unangefochtene Herrscher der Garmwölfe und verfügt über die Macht, seinen Untergebenen zu befehlen, den Raum aufzulösen. Kostet 40 Hearts zum Einsammeln und seine Stärke ist gebunden an eure individuelle Weltstufe. Er gibt uns Abenteuer-EP, Mora und Freundschafts-EP, so wie die meisten Bosse. Außerdem gibt er uns Aufstiegsmaterial von Figuren, und zwar die Edelsteine für Geo-Charaktere und das Gehörn des Wolfskönigs, das Artefakt, was man ebenfalls zum Aufstieg von Charakteren benötigt. Und die beiden Standard-5-Sterne-Artefakte als Wanderorchester und Verbeugung des Gladiators. Ja, der Boss ist ziemlich stark. Meiner Meinung nach einer der stärksten Bosse im Spiel. Deswegen brauchen wir auch die Hilfe von ein paar Power-Ups. Einmal Verteidigung, einmal ein bisschen Angriff und außerdem würde ich auch sagen, ein bisschen Ausdauer. Rennen verbrauchte Ausdauer wird verringert. Genau. Unser Team sieht wie folgt aus. Und zwar haben wir Noelle für ihren Schild und außerdem brauchen wir ihre Geo-Fähigkeiten. Yanfei als Haupt-Damage-Dealerin, Bennett Supporter und Heiler und Xingqiu als Supporter. Warum brauchen wir Noelle? Der Garmfürst hat eine Phase, ähnlich wie Hypostasen, in der er unverwundbar wird und er spawnt drei solche Wolfsköpfe. Und diese Wolfsköpfe muss man quasi ja zerstören, aber die kann man nicht einfach angreifen, sondern man kann ihnen im Endeffekt nur mit Elementarfähigkeiten Schaden zufügen und mit Geo-Elementarfähigkeiten beziehungsweise Spezialfähigkeiten. Es geht einfach nur darum, dass man das irgendein Element benutzt. Es kann auch Pyro oder Kryo oder Hydro sein, ist vollkommen egal. Hauptsache Elementar. Schaden muss entstehen. Die Schadenshöhe spielt leider keine wirkliche Rolle, sondern es kommt auf das Element an und Geo funktioniert hier am besten. Noelle ist leider der einzige 4-Sterne-Geo-Charakter, den ich wirklich ausgerüstet habe, deswegen ist es bei mir Noelle. Aber wenn wir ihre Spezialfähigkeit aufgeladen bekommen, sollte das uns eigentlich einen riesigen Boost verschaffen und uns damit mehr oder weniger den Kampf eintüten, beziehungsweise den Sieg. Aber erstmal müssen wir zu der Phase kommen, wo er sich aufteilt und dafür brauchen wir Yanfei, Xingqiu und Bennett. Ich habe das Ganze jetzt aber schon oft gemacht, also es geht auch mit anderen Charakteren. Beziehungsweise ohne Noelle, ohne Geo-Charakter. Am Anfang dachte ich, man muss zwingend einen Geo-Charakter haben, als der Boss neu rauskam. Dem ist aber nicht so. Genau. Außerdem empfiehlt es sich hier, einen Fernkämpfer zu haben, wie zum Beispiel Yanfei oder irgendeinen random Bogencharakter, weil er sehr viel rumfliegt und für Melee-Charaktere, also für Nahkämpfer, nicht wirklich ja, cool zum Angreifen ist. So, jetzt machen wir hier mal ein bisschen was. Okay, keine Ahnung, was da gerade los war. Die zweite Schadensphase wechselt er, also in die Schadensphase, wo er sich aufteilt, wechselt er ungefähr jetzt gleich. Also wenn wir noch ein bisschen Schaden machen, so bei knapp, ja, was sind das, 70% Leben vielleicht? 60 bis 70%, sowas in dem Dreh. Ui. Vor der Fähigkeit müsst ihr euch übrigens in Acht nehmen. Die macht sehr viel Schaden und sorgt für Blutungsschaden. So, jetzt schauen wir mal. Oder sind es genau 50%? Ne, sonst nicht, ne? Ne. Ja. Gut, es kommt wohl drauf an, schätze ich mal. Also jetzt ist er relativ spät in die Phase gewechselt. Normalerweise passiert das eigentlich früher. Wir hatten gerade ein komisches Timing. Und jetzt kommen eben diese drei Wolfsköpfe. Und jetzt kann ich euch das mal zeigen. Also das hier war jetzt Hydro und das hier war Geo. Habt ihr den Unterschied gesehen? Das ist gigantisch. Also ja, es funktioniert auch mit Pyro, also mit Yanfei Standardangriffen zum Beispiel funktioniert das auch sehr gut. Aber mit Geo funktioniert es phänomenal, diese Wolfsköpfe kaputt zu machen. Drei Schläge von Noelle und die Dinger sind kaputt. Ja. Und das ist der entscheidende Unterschied. Also ja, es funktioniert mit allen Elementen, aber mit Geo funktioniert es mit Abstand am besten. Also ja, ich würde euch wirklich empfehlen, hier mindestens einen Geo-Charakter dabei zu haben. Einer reicht ja auch, sag ich mal. Es müssen nicht vier sein oder so. Aber wer hier ohne Geo-Charakter reingeht in den Kampf, das ist einfach nur unverständlich, finde ich. Also das ergibt keinen Sinn, muss man wirklich so sagen. Das ergibt einfach keinen Sinn. Warum mache ich denn meine... Okay. Oh, ich hatte gerade irgendwie... Ich war gerade irgendwie komplett lost. Keine Ahnung, was da los war. Jetzt haben wir es leider nicht geschafft, ihn zu besiegen in seiner ja, niedergeschlagenen Phase.
Ist aber nicht schlimm, weil er nur noch ganz wenig Leben hat. Er macht da nicht direkt wieder diesen Wiederbelebungs-Move. Beziehungsweise ist es kein Wiederbelebungs-Move, aber in Genshin Impact heißt das aus irgendeinem Grund immer Wiederbelebung. Immer wenn sich ein Charakter aufteilt oder ein Boss oder so, heißt das immer Wiederbelebung. Egal, ob es sich wiederbelebt oder einfach irgendwas anderes macht. Ist einfach so. Wahrscheinlich schlecht übersetzt, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, also man muss ihn ja nicht besiegen, dann ist nicht schlimm. Man kann ihm danach noch weiter Schaden machen. Er wechselt dann nicht direkt, wie gesagt, in so eine Phase, wo man dann wieder die Wolfsköpfe zerstören müsste. Aber mein Tipp für euch, also Noel funktioniert ja sehr gut, aber theoretisch funktioniert es mit jedem Geo-Charakter. Ihr habt den Unterschied gesehen zwischen Elementarfähigkeiten, zwischen Geo und Hydro oder Pyro zum Beispiel. Also welche Charakter ihr nehmt, ist vollkommen egal. Hauptsache ein Geo-Charakter ist dabei. Und ja, das ist alles, was ich euch dazu sagen kann. Ansonsten würde ich mich über immer selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und schaut auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder vorbei, wenn es wieder heißt Genshin Impact. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.